Willkommen zurück, da bin ich wieder. Seht her, Pokémon gefrescht, wie auch immer. Halt die Halt. Und jetzt machen wir weiter mit des Vogels Training. Ich werde bestimmt nicht verlieren. Ich werde dir zeigen, dass das hier kein Kinderspiel ist. Victim, habe ich noch nie gehört, das Wort. Aber was soll's. Ein Rocketrüppel meint uns auf den Sack gehen zu müssen. Mit einem Ratzfratz. Hab ich Angst. Tauboga macht diese kleine Ratte platt. Nicht den Trainer, ich meine das Ratzfratz. Auf einmal ist der Trainer tot. Wow. So viel dazu. Ich sollte meinen Mund nicht so voll nehmen. Aber Tauboga schafft es. Tauboga wird es schaffen. Ich glaube an dich, Vogel. Oh, Verfolgung. Das wäre eventuell ein kluger Zug gewesen, denn im Normalfall hätte ich ausgewechselt. So, Windstoß. Ruckzuckhieb, das wollte ich auch gerade. Also nach Windstoß meine ich. Ja, Windstoß ist definitiv stärker. Und jetzt noch einen Ruckzuckhieb. Es hat immer auch überlebt, scheiße. Und? Ja, gib's ihm. Das Ratz hat von Anfang an keine Chance gehabt. Hat mich nur auf 2 KP runtergepackt, aber nee. Oh, scheiße, du bist cool, oder? Ja, bin ich. Und nächstes Opfer. Öffne die eine Schleuse und eine andere geht zu. Und das ist das, was dich hier festhalten wird. Ja, ich muss zugeben, als ich das Rätsel zum allerersten Mal gemacht habe in Pokémon Gold war. Nein, Pokémon Silber war das. Ich dachte, es wäre Pokémon Gold vom Bruder. Aber dem war nicht so. In Pokémon Silber, da habe ich eine halbe Ewigkeit dafür gebraucht. Ich schwöre es euch. Also wirklich. Ich bin hier teilweise stundenlang herumgeirrt, habe nichts reißen können. Ich war voll der Loser. Aber was soll's. Das werde ich jetzt hoffentlich schneller schaffen. Und nicht stundenlang herumirren. Naja, Tauboga macht seine Sache gut. Das schwächt Slimer. Schade, dass hier Tauboga nicht schon wie in... Wie in... Na, wie heißt denn die Edition? Diamant, Perl, Platin. Schade, dass hier Tauboga nicht schon so etwas wie Unheilböen und Hitzewelle lernen kann. Das wäre viel zu geil. Aber der Tauboga-Spezialangriff ist nun mal mehr als am Arsch. Es würde vielleicht helfen, wenn man einen Tauboga mit mäßigem Wesen hätte und das dann auf Spezialangriff trainieren würde. Natürlich mit EVs, DVs, allem drum und dran. Ob sich das dann auszahlen würde, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall macht hier Tauboga Slimog so richtig fertig. Na gut, jetzt hat noch überlebt. Aber würde ihm jetzt auch nichts mehr helfen, denn jetzt ist er noch tot und Tauboga kann die vollen Erfahrungspunkte abstauben. Ganze 770. Habt ihr schon gesehen, Angriff auf 35 und der Spezialangriff war wesentlich weniger. Smogon. Ja, versuchen wir es nochmal mit dem Vulcano. Komisch, jedes Mal, wenn ich aufnehme, muss ich husten. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich eigentlich nie so viel am Tag rede, wie wenn ich etwas aufnehme. Aber ich werde vielleicht sowieso offscreen den Vogel und Albert nochmal trainieren. Muss ich ja, ich musste bei mir auf Teamniveau geben. Ratzfatz, ich glaube, das versucht mal Albert. 2 Level höher, ja, das könnte Albert schaffen. Ich glaube an dich, Albert. Wir glauben an dich. Alle, die dieses Video sehen, glauben an dich. Also momentan eh nicht so viele Leute, aber es ist mir egal, Albert beweist, dass er es trotzdem schaffen kann. Jeder, der schon zugesehen hat, jeder, der in Zukunft noch zusehen wird, glaubt an dich, Albert. Wow. Komm schon, Albert, du schaffst es. Los, alle, die an Albert glauben, die
Wow. Schreib mir jetzt in den Kommentaren. Ich glaube an dich, Albert. Los doch. Du schaffst es. Jawohl. Los, Aurora-Strahl. Bitte kein Volltreffer. Oh, fuck. Ich will, dass Albert das schafft. Und ich würde alles tun, damit Albert das schafft. Oh Mann, du! Scheiß Ratzfratz! Jetzt habe ich, glaube ich, keine Heiler mehr, oder? Nee. Hab ich noch Beeren? Hab ich auch nicht. Leder, Äther, Blattstein. Was ist das? Achso, das ist Hackattacke. Na gut. Albert, los doch! Weißt du was, Ratzfratz? Fick dich so sehr! Na warte, Arbok! Recht dich voll, setz die stärkste Matschbombe an, die du jemals eingesetzt hast! Scheiß, Mann! Dummes Ratzfratz, jetzt habe ich mich wieder verschluckt! Tut mir leid, Leute, dass ihr das jetzt mit anhören musstet, aber... Och, du Bastard! Ja, jetzt bin ich ein kleines bisschen wütend, da Albert es nicht geschafft hat. Aber ich habe an dich geglaubt, Albert. Du hast alles gegeben. Wir haben an dich geglaubt. Und ich glaube, der Letzte setzt ein Smogmog ein. Zumindest war es in Gold und Silber so. Ich weiß nicht, ob er es hier auch macht. Ja, haha, verwirrt von den ganzen Schotten hier. Wenn du mich besiegst, hätte ich dir ein Geheimnis verraten. Na dann rück mal raus mit der Sprache. Und nein, zwei Pokémon. Smogon. Dann war es hier also nicht so. Sehen wir mal, ob Albert das schaffen kann. Durch ein Smogon. Smogon. Ach, warum geht ihr alle nur auf Albert los? Ihr Rocket-Leute, ihr habt ja so ein Ding an der Waffel. Los, Vulcano, richtig. Oh, der hat ja auch einen Slimog. Na gut, kein Smogmog, ein Slimog. Verbrennt dieses scheiß Viech. Diesen mutierten Müll. Via Slimer oder Slimer bin. Oh nein, im Pokédex-Eintrag heißen. Ich glaube, die sind einfach nur mutierter Müll oder so. Oder war das bei. Wie heißt das Viech? Deponidox? Oder besser gesagt, Inratidox. Was für ein beschissener Name. Für mich ist das kein Pokémon-Name. Da hat einfach nur jemand auf die Tastatur gehauen. Hat sich einer die Augen verbunden und so wild auf die Tastatur herum. Gekloppt. So ist der Name Unratytox entstanden. Naja. Jetzt muss ich leider wieder rausgehen heilen. Oder nein. Scheiß auf heilen. Habe ich Gegengift da? Habe ich nicht. Fuck, ich muss doch heilen. Ah, ja, Vulcano muss jetzt erstmal so richtig leiden. Ich glaube, nach diesem Video mache ich schon ein Offscreen-Training. Und der Vogel und Albert können leider nicht so viel reißen, wie ich gehofft hätte. Der Vogel mehr als Albert, was mich ziemlich wundert. Immerhin hat der Vogel ein niedrigeres Level. So. Ja, ja, wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit und fresh. Alles fresh hier! Nein, überhaupt nicht. Ja, danke fürs Warten und so weiter. Hau ab. Okay. Und ich werde jetzt erstmal einkaufen gehen. Das ist jetzt wichtig. Ich brauche unbedingt Tränke, Hyperheiler, alles Mögliche. Ihr da. Okay. Supertränke, 15 Stück. Dann, Hyperheiler habt ihr nicht, ihr Schweine. Was soll's, belassen sie halt bei den Supertränken. So. Dann kaufe ich mir die
Hyperheiler in einer anderen Stadt. Sobald ich hier den Radioturm sage ich schon, sobald ich hier diesen Kerl gerettet habe, diesen Präsidenten. Aber ich glaube, ich muss dann wieder in den Radioturm. Das würde spaßig werden. Aber was soll's. Ich muss die ganze Zeit husten jetzt, aber ich versuche es zu unterdrücken. Welche Tür mache ich zuerst auf? Gute Frage. Bessere Frage, wem setze ich jetzt ein? Die Speeder darf mal wieder ran. Machen wir zuerst diese Tür auf. Ja, jetzt geht's da unten auf und jetzt kann ich diesen Kerl hier vernichten. Sie haben das Projekt abgebrochen, bevor sie richtig fertig waren. Ich suche nach Überresten von der Beute. Ja, ein Dieb. Dieb Eddie. Ich glaube, du hast in Wirklichkeit Franco. Oh, ein Fucano. Du Bastard, hast ein geiles Fucano. Leute, ich liebe Akani. Akani ist so geil, aber das habe ich, glaube ich, schon oft genug gesagt. Bodycheck, wow. Ich habe mehrere Akanis. In Pokémon Schwarz und Weiß 2 ist mein Haupt-Pokémon ein Akani. Der Anführer meines 100er-Level-Teams. Mit richtig starken Attacken. Flammenblitz, Stromstoß, Knirscher und Wutanfall. Wobei Akani noch viele richtig geile Attacken lernen kann. Meiner Meinung nach ist Akani eines der von den Statuswerten, vom Aussehen her, vom Namen und vom Attackenpool eines der besten und stärksten Pokémon, die es gibt. Außerdem ist Akani in der Lage, fast jedes andere Pokémon zu besiegen, da es auf viele Movesets zurückgreifen kann, denn es kann Drachenattacken, es kann Bodenattacken, Feuer, Elektro und Licht. Da hat jetzt schon mal eine richtig gute Auswahl. Der einzige Pokémon-Typ, den Akani nicht sehr effektiv Flugattacken, Aeroas. Ich wollte sagen, der nicht sehr effektiv gegenübertreten kann, wäre Kampf, aber Akani kann Aeroas lernen. Was hat sich jetzt geöffnet? Nix. Gehen wir mal weiter. Ja, wahrscheinlich werde ich hier jetzt die letzten 3 Minuten verbrauchen. Okay, was ist jetzt offen? Aber ich kann gegen den hier kämpfen. Rück deine Ware her, Kumpel. Ich hab's jetzt wirklich nicht Wort für Wort übersetzen können, aber sowas wird er wohl gesagt haben. Duncan. Und dieser Kerl, der eine heißt glaube ich Diego in Deutsch und der andere Francesco. Oder umgekehrt. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie italienische Namen haben. Wobei Diego glaube ich Spanisch ist. Und Francesco Italienisch. Ja, Tackle, klar doch. Oh Mann, mein Hals ist so ausgetrocknet, weil ich die ganze Zeit rede. Ich werde mal einen Schluck trinken. Das war gut. Okay, ich habe gesehen, er setzt Magma ein. Albert kann noch keine Wasserattacken, also brauche ich eine gute Alternative. Ich versuche es mal mit Schlängeln. Sehen wir mal, ob die Matschbombe stark genug ist. Ich würde gern TM Erdbeben finden, dann kann Schlängli noch mehr reinhauen. Aber Erdbeben bekomme ich erst ziemlich spät, das ist das Problem an der Sache. Nochmal Smogon. Ach was soll's, Schlängli wird jetzt ein Level-Up erreichen. Na los, bis! Und was ich auch machen werde, ich werde jetzt in diesem Video den Präsidenten retten. Ich meine, die Zeit wäre eigentlich fast um, aber... Nee. Critical Hit, na toll. Ich bin kein Raucher. So, das was du kannst, kann ich schon lange. Oh, Schlängli ist ziemlich schnell.
Ich hatte noch nie einen Abok auf Initiative. Und? Jawohl! So viel zum... Wir hängen stundenlang hier. Okay, wer ist von Despitter, oder? Ja. Ja, ich weiß, dass die Duflo einsetzt. Also werde ich mit Volcano kontern. Ein intelligenter Plan, was? Hast du dich verirrt? Nein, das kann nicht sein. Du hast keinen ängstlichen Blick. Aber bald wirst du einen ängstlichen Blick in deinen Augen haben. Warum sollte ich Angst vor zwei Duflos haben? Kannst du mir das erklären? Ich meine, gut, Duflo ist verdammt hässlich, aber... Ja, finde ich wirklich. Duflo ist meiner Ansicht nach hässlich. Es gibt Leute, die mögen Duflo. Es kann ja auch ganz gute Attacken lernen. Vor allem kann ein Duflo ein Abfuck-Pokémon werden. Wow, Critical Hits. Aber naja. Eine Schönheit finde ich nicht. Also ich finde nicht, dass Duflo eine Schönheit ist. Vor allem ist Mirapla das süßeste von den dreien. Ich hatte in der roten Edition auch mal ein Duflo, habe es aber Duflo belassen und nicht zu Duflo entwickelt. Es war ganz gut, aber gut in der alten Generation, da ist so etwas auch eine ganz andere Sache. Heutzutage würden sie keinen Blumentopf gewinnen. Wenn sogar mein Level 100er Arcani, obwohl Arcani nicht so sehr. In der schwarzen und weißen 2 sind nämlich die Top 4 gar nicht mal so schwach. Und da haben selbst meine 100er Pokémon leichte Probleme. Aber nur ganz leichte. So, ich setze jetzt mal wieder Albert ein. Ich weiß, ich wollte sie offscreen trainieren, aber hier sollen sie auch noch ein bisschen in Aktion kommen. Hier gehst du nicht weiter. Ich werde keine Gnade mit meinen Feinden zeigen, auch nicht, wenn sie Kinder sind. Ja gut, wenn du meinst, dann werde ich auch keine Gnade dir gegenüber walten lassen. Auch wenn du ein Dummkopf bist. Radikal. Oh, das ist schon eine Nummer härter, ob Albert das schafft. Ich meine, nein, glaube ich nicht, denn immerhin hat er sogar gegen einen Ratzfatz verloren. Gut, dieses Radikal ist schwächer als das Ratzfatz, aber trotzdem, es ist eine Weiterentwicklung. Ich glaube, das überlassen wir Vulcano und seinem Flammenrad. Und vielleicht One-Hit. Obwohl, ich glaube schon. Radikal kann übrigens auch ziemlich stark werden. Und vor allem kann man Radikal die 4-Technik beibringen. Also die 4-Technik funktioniert so, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erklärt habe, aber ich werde es nochmal erklären, falls nicht. Noch eins? Nein, Goldert. Die 4-Technik geht so. Man setzt ein Pokémon ein, ein bestenfalls möglichst schwaches, und gibt ihnen einen Fokusgurt. Dann muss man... eigentlich nur darauf hoffen, dass der Gegner eine starke Attacke einsetzt, die das Pokémon sofort besiegen würde. Und dann braucht man auch noch zwei Attacken, nämlich eine First Priority Attacke, so wie Ruckzuckhieb oder so. Und eine ganz wichtige Attacke, Notsituation. Nämlich folgendes wäre dann der Plan. Man setzt zum Beispiel einen Ratzfratz auf Level 10 ein, gegen ein Mewtwo auf Level 100. Das Mewtwo greift mit Aurasphäre Ratzfatz an. Ratzfatz würde es natürlich auf keinen Fall überleben, aber durch den Fokusgurt überlebt es. Dann greift das Ratzfatz mit Notsituation Mewtwo an. Mewtwo hat somit dann genau gleich viele KP wie das Ratzfatz, nämlich einen einzigen. Und da Mewtwo keine First Priority Attacke beherrscht, würde dann Ratzfatz mit Ruckzuckhieb den ersten Schlag erhalten und würde das Mewtwo besiegen. So funktioniert die 4-Technik. Huik, huik, huik! Ich erinnere mich an dich! Du bist der Typ, der mich ziemlich platt gemacht hat in unser Versteck! Tut mir leid, ich weiß nicht mehr, wie ich die ganzen Stimmen gesprochen habe, aber... Tja, ist schon zu lange her. Ich weiß noch, dass er ein Radikal hat und kein Slimer. Was soll's, diesmal schafft es Albert. Oder auch nicht.
Ach, Albert, versuch das jetzt. Los, Albert, du schaffst es. Ja, kann sich nur noch... Oh nein. Ich wollte gerade sagen, kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber gut, wenn du so unfair bist, bin ich es auch. So. Oh nein. Oh, das sind natürlich ganz andere Geschütze, die dieses Teil da auffährt. Ja, genau deswegen. Aber was soll's, Albert kämpft weiter. Albert ist ein Kämpfer. Und eine Sie, sehe ich gerade. Ein weibliches Albert. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Ach Mann, ich brauche den Aurora-Strahl. Ohne den kann ich hier... Moment mal. Ich habe gerade eine Idee. Mir ist gerade was aufgefallen. Hahaha. Gut gemacht, Albert. Ja, ich habe gewusst, dass das jetzt kommt. Ich müsste weiter seinen Angriff schwächen. Und dann immer wieder Erholung, dass Albert ja viele KP bleiben. Slimer, du gehst mir auf die Nerven. Hör auf. Und wie lange... Ja, kann ich gleich wieder Erholung einsetzen. Ja. Mann, wird das jetzt ein spannender Kampf für euch. Mein Gott. Slimer, weißt du was? Du kannst mich mal. Ups, falsche Attacke, aber macht nichts. Albert schläft sowieso noch. Scheiße, dieser Rocket-Kerl besitzt Intelligenz. Wenn er es jetzt nochmal einsetzt, kann ich gleich Wiedererholung einsetzen. Und Wiedererholung. Mann, ist das spannend für euch, hm? Ach, kommt schon, keiner von euch sieht sich diesen Teil hier jetzt an. Ihr überspringt ihn alle. Wetten? Wetten? Oh! Zum Glück macht er genau so viel Schaden, dass ich es überlebe. Und ich könnte angreifen mit der Aurora-Strahl, aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Ah, wie spannend. Dieser Kampf wird jetzt rausgezögert, bis er kein Schlammbad mehr hat. Wie oft kann man Schlammbad überhaupt einsetzen? 15 Mal? 20 Mal? Wow, und jedes Mal hat Albert weniger KP. Ich habe mir zwar Supertanke gekauft, aber... Nicht, wenn es auch so geht. Slimer, du gehst mir auf den Sack. Ich habe 10 Erholungen. Ah, gut. Moment. Nicht gut, wenn er meine Erholung blockiert, dann kann ich das nicht mehr machen. Aurora-Strahl. Vernichte dieses Slimer. Es hat ihn schon lange genug aufgehalten. Ja, ich habe gewusst, dass du überlebt. Das war jetzt ziemlich intelligent von Slimer, wenn dieser Kampf länger dauern würde. Tut aber zum Glück nicht. So, weg mit dir. Aber Albert hat es geschafft und erreicht ein Level. Physische Verteidigung 38. Albert ist defensiv ausgelegt. Smog Mog. Und ich sehe gerade, das Video wird sowas von Überlänge haben. Smog Mog, Schlängle. Falls eine Explosion kommt, überlebt das eh keiner. Aber Schlängle hätte dann auch die besten Chancen. Okay, wie gehe ich vor? Ich weiß, dass Arbok schneller ist. Arbok gegen Smog Mog. Die Team Rocket Pokémon kämpfen gegeneinander. Jesse gegen James. Ich habe mir früher eh immer gedacht, wenn es wirklich zu einem Kampf zwischen den beiden kommen sollte, jawohl, wer wäre dann stärker, Arbok oder Smog Mog? Also von den Starterwerten würde ich schätzen Smog Mog. Denn Smog Mog hat eine viel höhere Verteidigung. Allerdings hat Arbok einen höheren Angriff. Ja, das wäre schon so eine Sache. Was würdet ihr glauben? Wer würde gewinnen? Arbok oder Smog Mog?
Also ich glaube aber, da ich der aber ganz mein Lieblings-Pokémon ist. Du bist so weit gekommen, aber ich glaube, du kannst dem Präsidenten nicht helfen. Ich werde dich höchstpersönlich ausschalten. Schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr dieses Video hier seht. Was glaubt ihr, wer wäre stärker? Jesse's Arbok oder James Smogmog? Natürlich weiß ich, dass James seine Pokémon besser behandelt. Zumindest. Obwohl, das würde ich gar nicht mal so sagen. Jesse behandelt ihre Pokémon auch ganz gut. Aber James ist, glaube ich, der bessere Pokémon-Trainer von den beiden. Denn ich habe mal gesehen, beziehungsweise gesehen habe ich es nicht, ich habe es gelesen, auf PokeWiki oder so, dass in irgendeinem Wettbewerb, wo Jesse die ganze Zeit mitmacht, ist ihr etwas passiert, wo sie dann nicht am Wettbewerb teilnehmen konnte. Also ist James für sie eingesprungen. Und James hat Lucia so dermaßen auseinandergenommen. James war in seinem einzigen Wettbewerb besser als mit Jesse in all ihren Wettbewerben. Ach, Handy! Moment mal. Ja, Leute, da bin ich wieder zurück. Ich wurde ausgelöscht. Team Rocket wird abwarten auf die Rückkehr von Giovanni. Wir werden tun, was auch immer wir dafür tun müssen. Ja, meine Mutter hat mich angerufen und wollte, dass ich hier die Zigaretten am Fenster unterschmeiße, weil sie unten im Garten ist. Ja, ich bin echt fast schon wie Suisha Mara, dass ich die ganze Zeit Anrufe bekomme. Schlafrede. Das ist ja doch das Gute, ich werde nie angerufen, nie. Nur dann, wenn ich aufnehme. Das ist dumm. Was? Du bist gekommen, um mich zu retten? Danke vielmals. Der Radioturm, was passiert dort? Von dem Rocket besetzt? Hier, nimm die Schlüsselkarte. Benutze das im dritten Stock. Danke, dass du uns hilfst. Keine Ahnung, diesen Satz konnte ich nicht übersetzen. Vorhin, dieser Kanal kontrolliert alle Pokémon, die es hier gibt, bitte. Ach, du musst uns helfen, alle Pokémon im Land zählen auf dich. So, und jetzt gehen wir endlich raus aus diesem Untergrund. Oh, was ist das? Münzamulett. Amulet Coin. Ups. Müsste auch irgendwann nicht zu sein, oder? Ja, da unten ist eins, da rechts ist eins. Wie man die ganzen Brocken hier entfernen lassen kann, weiß ich nicht mehr. Vielleicht finde ich jetzt ja noch im Laufe des Let's Play heraus, wer weiß. Endlich wieder an der frischen Luft, geil. Mann, fast 30 Minuten dieses Video. Doppelt so lange als normal. Das hatte ich glaube ich schon mal, oder? So, ich werde mich jetzt vor den Radioturm stellen. Und dann safe und dann sehen wir uns im nächsten Video. Denn diese halbe Stunde war echt lang genug. Also wirklich, wer sich dieses Video komplett angesehen hat, Respekt. Da kann es ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, wer sich dieses Video komplett angesehen hat. Ah. So, gespeichert. Ich habe überlegt, soll ich jetzt schon offscreen trainieren? Wer weiß, vielleicht. Ja, das war Onkel Wolf mit einem ziemlich langen Pokémon-Video diesmal. Und wir sehen uns das nächste Mal. Für euch.